News und Talks für Gebildete. Ja, die Weltrettung gibt's nur hier, allerdings nicht in dieses Video wird zwar sehr wichtig gleich, aber weil es um die Beendigung des Lobbyismus geht und das ist ein zentraler Punkt bei der Weltrettung, denn nichts zerstört die Welt mehr als der zentrale Lobbyismus, weil er nämlich sowas etwas wie Demokratie völlig unmöglich macht, ne? Aber erst einmal jetzt hier ganz kurz der Hinweis, also ihr müsst einfach hier auf Instagram, auf YouTube und auf der Homepage die zweiten Scientists for Future 2 studieren, sonst ist es genauso wie damals bei Darwin. Alle haben rumspekuliert, wie denn nun die Evolution geht. Ja, also statt Weltrettung war es einfach nur die Frage, wie geht denn die Evolution, wie funktioniert denn das Lebendige? Und alle lagen falsch, außer zwei Personen, Darwin und Wallace, ne? Alfred Russel Wallace und Sir Charles Darwin. Ja, und das ist also quasi der Punkt. Wieder ist die Menschheit dämlich und verfolgt alle möglichen lamarckistischen Theorien oder sonstigen Theorien. Und die einzige Lösung ist die Anwendung von Darwins Evolutionsbiologie auf gesellschaftliche Systeme. Nur so kriegen wir die Weltrettung hin. Also wieder wollen alle andere Konzepte bringen als Darwin und Wallace. Und dabei haben Darwin und Wallace einfach nur recht, ne? Also Wahrheit findet ihr nur in echter Wissenschaft und nicht in Pseudowissenschaft, kapitalistischer, sozialmarktwirtschaftlicher Pseudowissenschaft. So, China, nur ein paar Meldungen, bevor wir so richtig ins Wichtige gehen. China hat ja ein aufwendiges, wenn der Filmbericht stimmt, ein aufwendiges Kontrollsystem gemacht, wo sie alles versuchen zu kontrollieren. Die versuchen, die Schädlichkeit der Wirtschaft sozusagen im Zaume zu halten durch unzählige Kontrollen und auch den einzelnen Menschen mit seiner Schlechtigkeit im Kapitalismus, die es ja nur im Kapitalismus gibt. Also nicht der Mensch ist an sich schlecht, sondern der Mensch hat einen natürlichen, gesunden Egoismus, der aber nicht unbedingt zu Fehlverhalten führen muss, sondern aber in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, wird der Mensch zum Bösen und Schlechten. Ja? Das ist aber, sobald wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft beenden, kann der Mensch auch wieder gut werden. Ne? Und wir haben sozusagen, ja, warum macht China solch ein Kontrollsystem mit Milliarden von Datenströmen und das über 1,3 Milliarden Menschen hinweg? Jeder einzelne, jede Kleinigkeit wird vermessen und datenmäßig erfasst. Ja? Also soll mir keiner sagen, dass für Wohlfühlnoten zu wenig Datenmöglichkeit da wäre. China verarbeitet wahrscheinlich das 10.000-fache von Daten dafür. Ja, also warum haben die Chinesen solch ein Kontrollsystem gemacht? Weil sie zu dumm sind für die Wohlfühlnotenwahlstimme der zweiten Scientists for Future 2. Deswegen, das ist eine reine Dummheit, weil man das nicht die richtige Lösung kennt, macht man halt die falsche Lösung und die macht man dann halt mit ganz viel Daten. Ne? Da macht man halt so einen Kontrollstaat draus. Ne? War völlig unnötig, ja. So, dann gab es noch als Nachricht eine Frau Professor Brigitte Geisel hat also einen großen Vortrag und Rede gehalten oder Universitätsvortrag gehalten über Demokratie, ja, nein und Zufallsauswahl und so weiter, ja. Können Sie alles vergessen, die Grundannahmen sind also schon mal wieder völlig falsch. Solange Lobbyismus existiert, kann es keine Demokratie geben. Ja, weil der Lobbyismus immer irgendeine Information ranbringt. Er bringt also immer den Politiker in eine Form. Also er informiert den Politiker. Er bringt ihn in eine bestimmte Form und die ist garantiert immer konzernfreundlich und nicht wirtschaftsfeindlich oder kritisch. Ja? Also Demokratie kann da nicht stattfinden. Der Politiker wird immer in eine Form gebracht, die dazu führt, dass er mit den Wählern und Menschen nichts mehr zu tun hat. Ne? Also Demokratie und Lobbyismus schließen sich aus. Ja, wie beendet man nun den Lobbyismus? Das zeige ich euch jetzt. Ja? Also die Wohlfühlnotenwahlstimme habe ich ja schon ganz oft erklärt. Ja?
Zu der gehören natürlich noch einige Zusatzregulatorien dazu, damit zum Beispiel niemand auf die Idee kommt, die Leute mit Drogen vollzustopfen. Da gibt es genügend das verhindernde Mechanismen und so weiter. Aber die Wohlfühlnotenwahlstimme, jetzt ich mache mal ein Beispiel. Wir führen also, wie verhält sich der das Lobbyistengeschehen, wenn wir den einführen oder nicht einführen? Also stellen wir uns vor, wir führen hier, auf dieser Seite hier, das ist die Elterngeneration, hier haben wir also zwei Gesellschaften, ja, zwei Situationen. Und hier haben wir hier auf der linken Seite diesmal eine Gesellschaft, die Wohlfühlnotenwahlstimme, gekoppelt mit der Auswertung der Gesundheitsdaten und so weiter, auswertet, sodass also sozusagen Gewinne oder Verdienste, alle Verdienste nur noch in der Höhe meiner Wohlfühlnote. Also mein Hausarzt kriegt in der Höhe meiner Verbesserung bei meiner Wohlfühlnote einen Verdienstzuschlag. Wenn sich meine Wohlfühlnote verschlechtert, kriegt er eher einen Verdienstabzug. Ja? Und so genauso bei 80 Millionen Menschen, also genau genommen 80 Millionen minus die 0 bis 11-Jährigen, denn so ab 12, denke ich, dürften die Kinder reif genug sein, um sich wie es ihnen tatsächlich geht, realistisch und vernünftig einschätzen zu können. Da müssen wir nochmal genau prüfen, wann das richtige Alter ist für die Abgabe der Wohlfühlnote. Aber so ab dem 12. Lebensjahr, schätze ich mal, wird das irgendwo sein. Und jetzt geben also vielleicht 70 Millionen Menschen, 75 Millionen Menschen geben regelmäßig ihre Wohlfühlnote ab. Und der Verdienst des Hausarztes hängt davon ab, dass er es schafft, die Wohlfühlnoten ein bisschen zu verbessern. Und genauso jeder Supermarktleiter, sein Verdienst hängt davon ab, ob es ihm gelingt, die Wohlfühlnoten seiner Kunden zu etwas zu verbessern und so weiter, ja? Und wer die Wohlfühlnoten eher verschlechtert, der verliert am Verdienst sozusagen. Er hat ja dann nicht genügend gedient und hat nicht einer guten Sache gedient, sondern einer schlechten Sache, und dann kriegt er weniger. Ja? So, und jetzt, wie würde sich jetzt, stellen wir uns vor, jetzt gibt es zwei Lobbyisten. Hier gibt es den einen Lobbyisten, und der lebt im Rahmen einer Gesellschaft, die Wohlfühlnotenwahlstimme eingeführt hat, und dieser Lobbyist lebt in einer Gesellschaft, die Wohlfühlnotenwahlstimme nicht kennt. So, dann wird hier, oder müssen wir es umdrehen? Ja, ich drehe es mal um. Hier ist derjenige, der in der Gesellschaft, ja, oder ich bleibe mal hier. Ich denke es einfach mal durch. Es ist ja jetzt auch für uns alle neu. Das ist ja jetzt hier am Puls der Wissenschaft neues Denken. Ja? Die Wohlfühlnotenwahlstimme, und er ist Lobbyist. Dann geht er hin und beeinflusst einen Politiker, etwas zu tun, was finanziell für seinen Konzern gut ist, aber für die Wohlfühlnoten der Wähler und der Bürger schlecht ist. Dadurch reduziert sich der Verdienst des Konzerns. Der Konzern macht weniger Gewinn, verliert Geld und sagt, oh, danke Lobbyist, das hat uns ja gar nichts gebracht. Wir werden dich ab morgen einsparen. Und du wirst nie wieder einen Auftrag kriegen, weil wir brauchen keine Lobbyisten mehr, denn der Lobbyist ist ja schließlich nur dazu da, etwas durchzusetzen, was die Konzerngewinne vergrößert und den Menschen schadet. Ja, ein Lobbyist ist dafür da, etwas durchzusetzen und bei den Politikern sozusagen so viel die Politiker durch Desinformation in die Irre zu führen, dass die Politiker überzeugt sind, etwas wäre richtig zu tun, und in Wirklichkeit nutzt es dem Gewinn und dem Profit
des Konzerns schadet aber allen Menschen der Gesellschaft. Damit auch allen anderen Milliardären. Also wir müssen uns klar sein, bei dem Konzern verdienen einige Milliardäre vielleicht daran, dass dieser Konzern mehr Gewinn hat. Aber die anderen Milliardäre werden geschädigt durch die falschen politischen Entscheidungen, ne? Die schädlichen politischen Entscheidungen. Und dadurch, dass aber jetzt ja hier dieser Lobbyist ja arbeitet unter den Konditionen, unter den Bedingungen der eingeführten Wohlfühlnotenwahlstimme, werden also die Wähler durch die Verschlechterungen, schlechtere Wohlfühlnoten abgeben. Dieser Konzern, dessen Verdienste werden zurückgefahren, entsprechend der Schädigung der Wohlfühlnoten und der Gesundheitsdaten der Wähler und der Bürger in Deutschland. Und dadurch sagt der Konzern, ja scheiße, also jetzt was Sie als Lobbyist gemacht haben, hat uns zwar früher was gebracht, bringt uns aber jetzt gar nichts mehr, sondern schadet uns nur. Also sparen wir sie ein und wir beschäftigen in Zukunft überhaupt keine Lobbyisten mehr, weil es uns überhaupt keinen Sinn mehr macht, mit der Politik zu reden, denn wenn wir etwas durchsetzen, was den Wählern schadet und deren Wohlfühlnoten verschlechtert und deren Gesundheitsdaten verschlechtert, kriegen wir die finanzielle Quittung direkt prompt zwei Monate später oder ein paar Wochen später haben wir die Quittung, ja, und dann zahlen wir da blutig drauf sozusagen und also stoppen wir jeglichen Lobbyismus und deswegen stirbt dieser Lobbyismus, deswegen hier das Ausblenden, es passt ganz gut dazu, also der Lobbyist stirbt aus und wird ausgeblendet in der Evolution und stirbt aus. Und hier ist quasi letztendlich der Lobbyist unter den Bedingungen der eingeführten Wohlfühlnotenwahlstimme. Ja? Unter der nicht existenten Wohlfühlnotenwahlstimme. Jetzt habe ich es richtig. Jetzt habe ich, glaube ich, verstanden. Ja? Wissenschaft ist schwierig, sogar für mich manchmal. Als ehrenamtlicher Helfer ist man da nicht immer so in der Materie wie die Professoren. Ja? Das ist also der Lobbyist, der unter den Bedingungen einer nicht existenten Wohlfühlnotenwahlstimme ist. Und der macht Folgendes, der wäscht das Gehirn durch seine Informationen, verändert er das Denken des Politikers so, dass der denkt, dass das, was in Wirklichkeit schädlich für die Bürger ist, aber nützlich für den Konzerngewinn ist, dass das gemacht werden muss. Und davon ist dann der Politiker überzeugt sozusagen. Ja, und deswegen wird dieser Lobbyist in Zukunft richtig gut verdienen und neue Aufträge kriegen von den Konzernen als erfolgreicher Lobbyist und zwei Kinder ernähren können. Und dann werden die wieder in der nächsten Generation drei Kinder und hier fünf Kinder ernähren können. Und der Lobbyismus breitet sich aus und wir haben ja in Berlin, ist ja glaube ich, die gesamte politische Szene ist umlagert von Tausenden von Lobbyistenbüros mit Hunderttausenden von Lobbyisten, die nichts anderes machen, als Politiker in eine Gehirnwäsche zu verabreichen unter dem Stichwort, ich will sie nur sachlich informieren. Und diese sachliche Information beinhaltet einige kleine Fehler, einige kleine Irrtümer und deswegen werden dadurch die Politiker automatisch dazu veranlasst, schädliche Entscheidungen für die Bevölkerung zu führen. Also das heißt, Lobbyismus und Demokratie können niemals zusammen existieren und der Königsweg, wir können über alles diskutieren, der Königsweg, den Lobbyismus schlagartig übrigens auch jeglichen Werbespot zu beenden. Ja? Wozu ist ein Werbespot da? Machen wir nochmal die Evolution. Hier haben wir also eine Werbefirma, die macht Werbespots und schaltet Werbespots bei RTL und bei ARD und ZDF. Ja? Werbespots im Vorabendprogramm oder wo auch immer dann da überall Werbespots im ZDF gesendet werden. Das geht ja, glaube ich, schon im Nachmittagsprogramm los beim ZDF. Ja? Und jetzt, was will Werbung? Werbung versucht, einem Bürger etwas für ihn Schädliches, was aber eine gute Gewinnspanne für einen Konzern hat,
sozusagen ihn darauf, den Kunden darauf zu orientieren. Dann kauft er etwas, schadet seiner Gesundheit, es ist eine Süßigkeit zum Beispiel, schadet seiner Gesundheit, seinen Zähnen, kriegt Diabetes und Übergewicht, wird hässlich und so weiter. Und wird geschädigt, ja, kriegt Hautstörungen, kriegt Akne und ähnliche Dinge und läuft dann rum wie so ein Streuselkuchen, weil das ganze Zeug den Körper krank macht, ne? Und so weiter, Pizza und all dieser Kram, ja. So, und dann wird das beworben, ja, also dieser hier, der ist also im Zeitalter der Wohlfühlnotenwahlstimme, ist das also der die Werbefirma und die macht Werbespots und die Leute kaufen tatsächlich mehr von diesem Müll, von diesem Industriesondermüll, diesen Süßigkeiten oder Pizzas oder was auch immer, von diesem Müll, Ernährungsindustrie-Sondermüll, ja, der eigentlich in den Sondermülldeponie gehört und nicht in den menschlichen Körper. Ja, und die Leute geben schlechtere Wohlfühlnoten ab, weil sie, was weiß ich, Akne haben von oben bis unten und hässlich aussehen und keinen Liebespartner kriegen und fett sind und übergewichtig sind und so weiter. Und geben schlechte Wohlfühlnoten ab, haben schlechte Gesundheitsdaten, müssen häufig operiert werden. Und dann sagt der Konzern, scheiße, nee, das Ganze macht keinen Erfolg mehr. Diese ganze Werbestrategie brauchen wir ja nicht, weil die Ärzte, wenn wir Gesundes herstellen in Zukunft, dann werden die Ärzte uns empfehlen, unsere Produkte empfehlen, da brauchen wir überhaupt keine Werbung mehr. Wir können also den ganzen Werbevertrag kündigen und auflösen und können aufhören mit Werbung und schalten auch keinerlei Werbung mehr im Fernsehen und so weiter, ja. Also wir können das alles endgültig beenden mit Werbung und Lobbyismus. Wir können uns alles sparen. Werbung und Lobbyisten machen genau das Gleiche, denn die Wohlfühlnote kontert das aus, weil unser Verdienst geht runter. Wir werden unseren ganzen Konzern umstellen auf absolut gesundheitsförderliche Lebensmittel, wo jeder Hausarzt und jede Ernährungsberaterin im Supermarkt sagt, Leute, das müsst ihr kaufen, da werdet ihr gesund und fit von. Ne? Da brauchen wir auch keine weitere Werbung mehr. Ne? Werbung wird völlig überflüssig. Wir können auch noch früheres Modell war, dass es noch drei Stiftungen Warentestkataloge gibt, die das dann noch beurteilen. Aber genau genommen, ja, die können wir noch zusätzlich einführen. Dann gibt es überhaupt keine Werbung mehr, weil dann in den drei Stiftungen Warentestkatalogen, die in Konkurrenz von, also mehrere Firmen konkurrieren da miteinander, wer stellt die Produkte am realistischsten dar? Und da es drei in Konkurrenz sind und immer einer den Job verliert, ist auch da wieder Korruption sehr schwierig. Und wir haben dann also dann suchen wir im Internetkatalog aus und dann kriegen wir genau das Testergebnis, welches Produkt, technische Produkt für uns das Beste ist. Und dann gibt es da kein Vertun mehr. Und Werbung wird völlig überflüssig, weil die Leute die Werbung nicht mehr beachten, sondern nur noch in diesen Katalogen im Internet blättern sozusagen. Ja? Diese Kataloge müssen dann aber auch richtig gemacht werden. Und am Ende ist ja sowieso die Wohlfühlnote entscheidend, denn wenn jemand ein Produkt kauft und am Ende seine Wohlfühlnote schlecht wird, weil das Produkt dann eben doch nicht so gut war wie versprochen, dann gibt es schlechte Wohlfühlnoten und dann wird wieder was an dem Verdienst dieser Firma abgezogen, also wird deren Gewinn quasi weggenommen. Ne? Und also von daher wird es keine Tendenzen mehr geben, diesen Katalog betrügerisch zu beeinflussen. Denn wenn ich das mache, wenn ich die Energie darauf verwende, meine Produkte zu verbessern, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, einen Zugewinn zu erzielen, als wenn ich die Kataloge manipuliere, die Leute dann danach schlechte Wohlfühlnoten abgeben, weil sie sich mit dem Produkt betrogen fühlen, weil ihnen der Nachbar plötzlich zeigt, dass es ein viel besseres Produkt gibt. Und dann hat die Firma auch nichts davon, denn das, was sie an Gewinnanteil hat, der wird ihr quasi abgezogen wegen der schlechteren Wohlfühlnote. Und schon wird die Firma sagen, nö, dann beziehen wir uns auf den Bereich zurück, wo wir wirklich Spitzenprodukte herstellen. Dann wird der Katalog uns empfehlen an der ersten Stelle und dann brauchen wir auch nichts zu beeinflussen. Fertig, aus. Ne? Und so lenkt sich dann die gesamte Wirtschaft und alles wird sich lenken. Also sozusagen alles Schlechte wird aussterben, nur durch ein Zaubermittel, die Wohlfühlnotenwahlstimme für jeden ab 12 circa. Ja?
damit haben wir echte, kriegen wir echte Demokratie und wir kriegen, ja, alles heilt. Weil in dem Moment alles schlechter aufhört, ja, das ist die Weltrettung. Und alles andere, das ganze Internet ist voll von dummem Gerede, von oben bis unten, von links nach rechts. Alles nur dummes Gerede, ja. Also Welt teilt das überall. Es ist, ich gebe es zu, es ist schwer zu verstehen, aber die einzige Chance für die Menschheit sind die zweiten Scientists for Future 2, weil die als einzige verstehen, wie man so etwas in einem Staat wirklich implantiert und wie man sowas richtig professionell macht. Ja? Tschüssi!